Jurassic Park 3 spaltet ja bekanntlich die Geister, beziehungsweise finden den, glaube ich, mehr Leute sch*** als gut. Ich gehöre zu der Fraktion, ich finde den Film eigentlich ziemlich geil, gerade wenn ich mir überlege, was wir jetzt mit Jurassic World bekommen haben. Und nein, das ist kein Jurassic World-Gebäsche. Ich muss da, glaube ich, auch mal ein Video dazu machen, wie ich zu Jurassic World stehe. Ich glaube, da kommen ganz falsche Zeichen zu euch rüber. Allerdings geht es jetzt hier in dem Video erstmal noch um Jurassic Park 3. Denn das Ganze hätte tatsächlich ganz anders ablaufen können, denn der ursprüngliche Plan für eine Jurassic Park-Fortsetzung sah eigentlich ganz anders aus. Und zwar so. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Michael Crichton ist der Autor von Jurassic Park 1 und auch Jurassic Park 2, also von den beiden Büchern, die ich auch in meiner Buchbesprechung gerade mit euch durchnehme. Habe ich euch hier oben mal verlinkt oder da oben mal verlinkt. Könnt ihr gerne draufklicken, da gehe ich die einzelnen Kapitel mit euch gemeinsam durch und bespreche eben, was dann da alles passiert. Bekannt sollte auch sein, dass Michael Crichton lediglich zwei Bücher geschrieben hat und sich am Jurassic Park 3 Drehbuch mit beteiligt. Allerdings hat er dann noch vor der Fertigstellung des Drehbuchs das Projekt verlassen, aus bestimmten Gründen. Und das Ergebnis ist eben, naja, das, was wir auf der Leinwand zu Gesicht bekommen haben. Für die einen ein Riesendesaster, für die anderen ein Guilty Pleasure, wie eben auch für mich. Interessant hierbei sind allerdings Aussagen von Michael Crichton, die er noch lange vor Jurassic Park 3 getroffen hat. Als er sein zweites Buch beendet hatte, hatte Crichton nämlich folgende Idee gehabt. Er wollte ein drittes Jurassic Park Buch schreiben, das allerdings kein Sequel zu Jurassic Park 2 sein sollte, sondern, passt auf, ein Prequel zu Jurassic Park 1, also eine Vorgeschichte, ein Jurassic Park 0, wenn man so will. In diesem Buch sollte es um die Komplikationen des Parkbaus gehen, beziehungsweise um einen Dinosaurier, der ausbricht und dann auf einmal Chaos verbreitet. Michael Crichton wies darauf hin, dass das Ende des Films Jurassic Park 2 The Lost World, also das, wo der T-Rex am Ende in der Stadt herumläuft und alles tyrannisiert, das sollte eigentlich der Fokus von der Vorgeschichte sein. Das finde ich sehr interessant, dass man diesen Weg gehen wollte. Die Idee verwarf er dann allerdings relativ schnell, weil er der Meinung war, da gibt es nicht genug Material dafür, und ja, der Meinung bin ich irgendwie auch, denn wir wissen ja, dass eigentlich nicht allzu viel passiert ist, bevor Jurassic Park 1 beginnt, denn das Ganze wurde ja nicht an die Öffentlichkeit rausgetragen, deswegen wäre so ein T-Rex-Amoklauf schon seltsam gewesen, dass man ihn dann später in den Filmen überhaupt nicht mehr erwähnt. Deswegen verwarf Michael Crichton die Idee eines Jurassic Park 0 und setzte sich wieder an ein Sequel zu The Lost World, also den wirklichen Jurassic Park 3, und auch hieraus wurde natürlich bekanntlich nichts, denn 2002 gab Michael Crichton bekannt, nö, ich mach Schluss, nach Jurassic Park 2 schreibe ich kein weiteres Buch mehr. Das ist quasi mein Ende, mein Finale. Und das Ganze hätte aber wesentlich düsterer ausgehen können, denn Michael Crichton erklärte Jahre davor, was er eigentlich in einem dritten Jurassic Park Teil, also in einer Fortsetzung zu The Lost World, geplant hatte. Das dritte Buch sollte ursprünglich ein Mystery Thriller werden, also eine Geschichte, von der man als Leser nicht genau erfährt, was gerade passiert. Die Dinosaurier haben es irgendwie geschafft, sich auf dem Festland zu machen. Also das geht hier nicht nur von den Flugsauriern, sondern generell verschiedene Dinosaurierspezies sind auf dem Festland aufgetaucht, wurden gesichtet und die haben sich dann über die ganze Welt nach und nach verbreitet. Und das Buch sollte damit enden, dass die Dinosaurier die Kontrolle über die Erde übernommen haben, beziehungsweise überall ihre Nester aufgeschlagen haben und sich derart verbreitet haben, dass den Menschen nur noch eine einzige Möglichkeit bleibt, und zwar, wir bauen Mauern um unsere Städte herum, um uns vor den Dinosauriern zu schützen, die eben, naja, die Erde unsicher machen. Und das wäre dann quasi das Ende gewesen dieser ganzen Reihe. Dazu kam es ja nicht, wie wir wissen, aber ich muss sagen, ich hätte das wirklich zu gerne gesehen. Warum Michael Crichton diesen dritten Teil jetzt nicht geschrieben hat, das ist noch unklar. Sehr wahrscheinlich hat er sich auch gedacht, okay, das ist doch alles ein bisschen zu weit hergeholt, wenn wir uns jetzt allerdings Jurassic World angucken. Auf sowas Ähnliches läuft es jetzt ja anscheinend auch hinaus. Und ich bin der Meinung, dass das wirklich ein schöner Abschluss gewesen wäre, beziehungsweise ein fieser Abschluss der Jurassic-Reihe. Wenn wir uns überlegen, dass das quasi das große Finale gewesen wäre, das wäre ein bittersüßes Ende gewesen, quasi ein Ende, wie George R. Martin es für Game of Thrones prophezeit hat. Das hätte das für Jurassic Park sein können. Leider werden wir das nie auf der Leinwand sehen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel denn wirklich Jurassic World Dominion von dieser Idee aufschnappt. Denn irgendwie habe ich persönlich das Gefühl, dass man sich hier an diesen Grundrissen, dieser Grundgeschichte für ein drittes Buch von Michael Crichton orientiert. Denn so sehr Jurassic World noch in der Kritik steht, ich muss es immer wieder in der Hinsicht loben, dass man sich bestimmte Happen aus den Büchern schnappt und die einfach filmisch umsetzt. Wie das Ganze umgesetzt wurde, da kann man drüber diskutieren. Aber das machen sie eben immer wieder. Und ich finde das sehr schön, dass
Deswegen kann es auch wirklich sein, dass wir hier bestimmte Aspekte vom geplanten Jurassic Park 3 in Jurassic World 3 sehen. Und wer weiß, vielleicht endet das Ganze ja wirklich so, dass die Menschen sich abschotten müssen von den Dinosauriern und dass die Saurier dann quasi in ihren Arealen leben und wir uns dann eben nach und nach zurückziehen müssen in unsere Städte und eben einmauern müssen. Ob die Macher das jetzt wirklich so durchziehen, da zweifle ich ein bisschen dran. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jurassic World Dominion so ein schönes Happy End haben wird. Übrigens wurde jetzt auch offiziell bestätigt, nein, Jurassic World 3 ist nicht das große Ende der Jurassic Saga. In Jurassic World 3 wird lediglich die Geschichte von Dr. Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Owen Grady und Claire Deering beendet. Aber es wurde jetzt offiziell bestätigt, danach wird nur irgendwas kommen. Ob es eine TV-Serie ist oder ein Film, das weiß man eben noch nicht. Aber Schluss ist danach natürlich nicht, weil warum sollte man noch aufhören, wenn es genug ist, wenn man so lange weitermachen kann, bis es keinen mehr interessiert. Lasst mich jetzt mal eure Gedanken dazu wissen. Was denkt ihr über Jurassic Park Zero? Hättet ihr Ideen, wie das Ganze hätte ablaufen können? Hättet ihr das ganz gerne im Kino gesehen? Oder eben auch zum ursprünglichen Jurassic Park 3, zu der Idee von Michael Crichton? Wäre das ganz cool gewesen, das zu sehen in so einer postapokalyptischen Welt, wo die Saurier die Erde überrennen und wir uns immer mehr zurückziehen müssen? Oder sagt ihr, nee Mann, so wie das in Jurassic World abläuft, ist doch ganz cool, das gefällt mir. Das war's auch schon wieder mit diesem Video hier. Ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, auch wirklich jeden Freitag die Jurassic Park Novel, Bücher, Besprechungen hochzuladen. Das habe ich ja wieder mal ein bisschen versäumt aktuell, aber ich kümmere mich da auf jeden Fall drum. Wir werden jetzt wirklich regelmäßig das Buch besprechen, weil sonst komme ich damit gar nicht mehr durch. Und das zweite Buch will ich ja auch noch durchgehen. So viel eben dazu. Und dann würde ich einfach sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.